die und die und die und die und die und die. Und ich sollte jetzt gleich eigentlich mal gucken, wo es wieder hängt. Weil ich traue dem Braten schon wieder nicht. Ich glaube, die Türen gehen einfach so zu. Ich wollte clever sein und die Türen nacheinander so abgehen. Also von da kamen wir. So, da ist Mumpitz. Hier ist... Ah! Tada! Ich glaube, wenn wir jetzt so ein Ding anziehen... Oh, nee. Das ist doch keine Bocky-Dingsy. Wow! Ich hätte gedacht, dass das jetzt so ein magisches Cocky-Symbol sein könnte, aber anscheinend doch nicht. Ah! Alles klar. Wo geht's hier lang? Du scheinst etwas zäher zu sein als die anderen. Aber nicht viel schlauer. Ja, das ist wohl der richtige Gang, schätze ich. Red Kakerlake. Oh, ein Antrag. Und wir kommen genau richtig. Bam. Hey, die Türen gehen automatisch wieder zu, glaube ich. Das ist doch wohl lame. Lame as fuck. Haha, wir können drauf und nichts passiert. Ah, nee, doch keine Granate. Ich wüsste jetzt nicht, was hier in die Luft geht, aber ich löse es mal aus. Okay, da ist nichts zum Auslösen. Na gut. Hier drin. Wow! Und das soll kindkonform sein? Ja, ich denke mal, die Falle, die hier drin war, die haben wir mit unserer Nuke schon erledigt. Das ist so eine Perspektivenscheiße. Aber ich glaube, hier haben sie getrickst, oder? Nee, da, nee, es ist doch alles okay, ja. So ein Kack. Verarschen die einen hier. Wow, Mr. Cola-Flasche, das war nicht nett. Der Anblick gefällt mir. Ich weiß nicht, was hier passieren würde. Aber ich entschärfe es. Na gut. Zigarren sind immer gut. Schmutziger Aschenbecher. Und ein Safe mit Moneys. Und links hängt das Porträt von Mr. Kitty Cat. Also berühmter Künstler und Schauspieler. In etlichen Filmen mitgespielt. Ja, das ist jede Menge. Allerdings begrenze ich mich auf das Minimum. Gage hat das gefallen. Gage steht auf Einbrüche. Und ich glaube, dann war die hier die Tür. So. Ja, tatsächlich kann man sich das gut merken an den Türen. So schwer ist das Ganze ja jetzt auch nicht. So, und das ist dann, denke ich mal, ein Shortcut. Juhu, hier hätten wir rauskommen können. Aber wir wollen ja auch gucken, was oben abgeht, oder? Denn Oswald müsste ja hier... Er hat hier gestanden. Der Wichser ist abgehauen. Ja. Wow, da will ich gleich auch mal rein. Wobei ich glaube, da wären wir einfach nur reingekommen, wären wir da rausgefallen. Trotzdem will ich die Tür mal öffnen. Sicherheitstürsteuerung, Tür öffnen und wir hängen wieder fest. Ätzend. So. Nee, wir wären einfach nur hier lang gekommen. Wobei ich mich gefragt hätte, wie man die Tür denn aufkriegt. Naja, gehen wir wieder zurück. Da war noch ein Terminal. Funhouse-Steuerung. Systemzugang. Halle der Spiegel. Kann nicht hergestellt werden. Flashy springt. Kann nicht hergestellt werden. Hypno-Korridore. Nein. Drehraum. Nein. Benutzeraufzeichnung. Das Leben im Funhouse. Nachdem die Gruppe sich im Park ausgebreitet hat, ist Bradley überglücklich. Wir ziehen ins Funhouse, da gibt es jede Menge Platz, aber in jeder Erinnerung, die ich daran habe, wurde jemand schlecht von vielen drehen. Wenigstens hat er was zu lachen. Es ist einfach schon viel zu lange her, dass ich ihn mit einem so breiten Lächeln im Gesicht gesehen habe. Ich glaube nicht, dass es ihm bewusst ist, dafür war einfach zu viel los, aber er hätte im letzten...
aber er hätte im letzten Monat die Highschool abgeschlossen. Ich weiß, es ist eigensinnig, aber irgendwie bin ich manchmal glücklich, dass der Angriff hier passiert ist. Denn so habe ich meinen Sohn bei mir, in Sicherheit. Draußen im Sturm. Ich wache auf und musste feststellen, dass Bradley nach draußen in einen Strahlungssturm gelaufen war. Er sagte, er halte dieses Leben nicht mehr aus. Und wenn die Strahlung uns umbringen würde, wolle er lieber schnell sterben. Ich weiß nicht, ob er jemals wissen wird, wie sehr mich seine Worte verletzt haben. Das ist ziemlich egoistisch von ihr. Zum Glück scheint ihm der Sturm nicht das Geringste ausgemacht zu haben. Ganz im Gegenteil, der Knöchel, den er sich letzte Woche im Drehraum verstaucht hatte, scheint in kürzester Zeit geheilt zu sein. Vielleicht macht uns die Mutation, die wir den ersten Sturm verdanken, immun gegen Strahlung. Ich danke Gott dafür. Beim Angriff ausgerastet. Irgendwie bin ich beim letzten Angriff auf Kitty Kingdom ausgerastet. Vielleicht war es meine aufgestaute Wut über Bradleys Flucht. Jedenfalls habe ich einen der Angreifer während des Angriffs ins Genick gebissen. Zumindest behaupten das alle. Ich kann mich nicht daran erinnern. Nachdem der Angriff anfing, ist alles verschwommen. Meine Güte, ich habe auf einmal so großen Hunger. Ich habe heute bestimmt schon 20 Kartoffeln gegessen. Aber die haben mich nicht satt gemacht. Verflucht, warum bin ich so hungrig? Ich will 978097JFKJNNU90VB109. Diese neue Gruppe ist anders. Ich bin seit Jahren nicht mehr hier gewesen. Nicht seitdem Hermann sich verwandelt hat. Er ist immer noch auf diesem Terminal angemeldet. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal mit ihm geredet habe. Vielleicht hat Rachel recht, dass wir losziehen sollten, um ein Heilmittel gegen die Krankheit zu finden. Wie auch immer. Die neue Gruppe von Psychos, die sich in Yucatown, USA niedergelassen hat, unterscheidet sich deutlich von der letzten. Die Typen sind stärker und aggressiver. Sie haben uns bis ins Funhaus zurückgedrängt, da bin ich seit Jahren nicht gewesen. Ich sollte es lieber als Rückzugsort einrichten. Sieht ja nicht so aus, als würden sich diese Banden leicht vertreiben lassen. Ich hoffe nur, dass unsere Verteidigung sie uns so lange vom Hals halten kann, bis wir ein Heilmittel gefunden haben. Ja, die sind ganz schön, also die haben echt daran geglaubt, an dieses Heilmittel, aber ich glaube, das war einfach nur so wie, wenn man sagt, ach, wird schon alles gut. Nix wird gut. Ist immer so. Naja. Gehen wir mal weiter. Wir haben ja noch einige Stationen hier durchzumöbeln. Wo sind wir denn jetzt? Vorm Funhaus, denke ich. Ja, das macht Sinn. Wenn wir aus dem Funhaus gehen, sind wir vorm Funhaus. Ja, und nächste Station ist, denke ich mal, das Schloss. Ja, ja. Ich glaube, wir gehen ins Schloss, ins Nuka Castle. Sobald die Ladezeit sagt, ey, geh doch mal ins Nuka Castle. Da sollte es jetzt soweit sein. So, sollte das nicht hier sein? Genau. Und da hinten gammelt wieder jemand. Wir nehmen mal unsere Reichweitenknarre. Mal wieder ein legendärer. Ja, der hat leichte Probleme hier hinzukommen. Da ist er jetzt aber auch schon und wird gesprengt. Ups. Ihr könnt doch nicht einfach so um die Ecke kommen. Ihr seht doch, was ihr davon habt. Ihr müsst euch vorher informieren, ob der Gang sicher ist. Ja. Unternehmer, linkes Bein. Mehr Nahkampfschaden. Ich höre Ghule. Bam! Tut mir leid, Gage, aber hat sich so angeboten. Ja, es kann doch nicht sein, dass wir schon wieder überladen sind, oder? Ja, ich glaube, wir werden jetzt gleich mal... Holy shit. Das ist echt eine scheiß Idee, da lang zu gehen, wenn ich überladen bin. Kann einfach nicht ausreichen. Ich würde auch sagen, wir schnell reisen mal Richtung Marktplatz. Ne, hier muss ich hin. Yucatown Markt, weil wir da mal unser ganzes Inventar lernen können. Das ist nämlich riesiger Bullshit, wenn wir immer nur 2-3 Items looten können und dann wieder überladen sind. Das ist so diese alte Fallout-Manier. Muss ich das nicht mit Strahlung selbst erledigen? Gehen wir. Da ist er ja. Hey. Ja? Meins. Was ist los? Dann gehen wir mal zu unserem Lieblingshändler. Der Psycho hier. Yo! Wenn du mir nicht dieses Halsband abnehmen und mich befreien willst, brauchst du wohl Waffen. Träum weiter. Ja, handeln. Ja, ich schau mal, was du hast. Alles klar. Gut, hier können wir wieder aufstocken mit Munition, aber erstmal wollen wir unseren aktuellen Vorrat ein bisschen loswerden.
Weil es ist ja doch eine ganze Menge, was wir da gelootet haben. Und vor allem jede Menge Legendaries, die trotzdem alle jetzt verschwinden. Wir haben keine Munition mehr dafür. Wow. Ja, nichtsdestotrotz, dass wir die Rüstung mit den plus 3 auf alles gebrauchen könnten, verkaufe ich die mal doch, weil ich glaube, bis wir sowas wirklich mal benutzen zum vorgesehenen Zweck, wird noch jede Menge Zeit ins Land ziehen. Deswegen ist das, denke ich, so clever. So, wir würden 3000 Korken kriegen, aber wir wissen ja, dass der Typ keinen Bock auf gute Geschäfte hat, also die für uns gut ausgehen. Deswegen holen wir uns erstmal 1000 Munition. Oh, fuck. Ja, mir gefällt, dass der Typ immer Munition am Start hat. Und zwar jede Menge. Das ist richtig, richtig gut. Ist nur ein bisschen doof, dass wir jetzt. Ja, ich pack nochmal den Flammenwerfer weg, weil der war viel wert. Radiumgewehr. Das Radiumgewehr. So, dann kriegen wir immer noch Korken. Man kann gleichzeitig mal nach Stimpaks gucken. Gibt ja bestimmt irgendjemanden hier, der Händler hier Stimpaks sind nicht besser verkauft. dran als Sklaven, arme Ich Schweine. glaube, sie ist Hast du was nicht für die mich? richtige. First Aid. Hey, Mackenzie. Brauchst du Stims? Ich kann dich natürlich auch verarzten. Ich brauche Stims. Ich könnte ein paar Vorräte brauchen. Natürlich. Hier ist mein aktuelles Angebot.